Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Comic Cave. Ja, und ich denke mal, ihr habt schon erraten, heute geht's um The Last of Us American Dreams. Ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Und vorab eine kleine Info, die Comic Cave Geschichte wird natürlich weiterlaufen, allerdings nicht mehr festgesetzt auf dem Mittwoch, sondern ja im Prinzip, wenn es fertig ist. Denn ich habe gemerkt, dass diese Kurzfilmchen, dass die mir echt Spaß machen. Und bei den Comics, wo es sich halt anbietet, werde ich das halt machen. Kommen wir jetzt zum Comic selbst. 2013 ist das Spiel The Last of Us für die PS3 erschienen. Es ist ein Survival-Horror-Action-Adventure. Und darum geht es im Prinzip um Ellie und Joel und wie sie in der Apokalypse klarkommen. 19 Jahre ist es her, seitdem der Pilz mit dem klangvollen Namen Ophiocordyceps unilateralis die Menschheit beinahe komplett ausgelöscht hat. Und für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben und es noch vorhaben, es gab jetzt eine Remastered-Version für die PS4, Vorsicht, Spoiler, Ellie wurde gebissen und ist im Prinzip immun. Und Joels Aufgabe ist es, sie in Sicherheit zu bringen in eine Forschungseinrichtung, damit man ein Heilmittel finden kann. Und dieser Pilz hat es echt in sich. In der realen Welt gibt es wirklich so ein Pendant dazu. Der befällt allerdings Insekten und macht sie im Prinzip zu willenlosen Zombies. Und das haben die Entwickler genommen und im Prinzip auf die Menschen übertragen. 2014 dann erschien das Standalone Left Behind. Darum geht es um Ellies Vorgeschichte und was sie alles mit ihrer besten Freundin Riley erlebt. Der Comic American Dreams geht noch einen Schritt weiter zurück. Hier erfahren wir, wie Ellie und Riley sich im Prinzip kennenlernen. Und das Ganze kam 2013 heraus und wurde geschrieben von Neil Druckmann. Und Neil Druckmann hat nicht nur diese Story hier geschrieben, er ist bei Naughty Dog selbst Autor, Creative Director und Programmierer. Gezeichnet wurde das alles von Faith Erin Hicks. Worum geht's also in American Dreams? Mit 13 wird Ellie in ein Trainingslager des Militärs verfrachtet, was, ja, man muss sagen, allen Weisen widerfährt. Und gerät sehr schnell ja, in Konflikt mit älteren Schülern.
Dann kommt Riley zu Hilfe und sehr schnell freunden sie sich an und erleben dann ihr erstes Abenteuer. Und schnell erfährt Ellie, dass Riley mit den Fireflies zu tun hat. Und was das für eine Gruppe ist, ja, da möchte ich nicht zu viel verraten. Spielt es am besten selbst das Spiel und lest natürlich den Comic. Wir gucken uns jetzt erstmal an, ja, wie die ganze Geschichte so aussieht. Und ich muss echt sagen, die Story gefällt mir richtig gut, ist tiefgründig, sozusagen character-driven, genauso wie das Spiel. Und es tat wirklich gut im Prinzip der ganzen Geschichte, dass Neil Druckmann sie geschrieben hat. Und ja, man baut richtig eine Verbindung zu Ellie auf. Und ich sag mal, diese Reihenfolge, erst den Comic, dann Left Behind und dann The Last of Us, ist ein Erlebnis, auf jeden Fall. Hicks Zeichenstil ist ja sehr Independent-lastig und normalerweise nicht mein Fall. Aber hier sieht das anders aus. Hier passt der Stil wirklich wie die Faust aufs Auge. Und es hat richtig Spaß gemacht, den beiden Mädels bei ihren Abenteuern zuzugucken. Und ja, der Grund, warum ich jetzt hier nicht so sehr auf die Story eingehe und auf den Inhalt, ist einfach der, dass wer das noch nicht gelesen hat und die Spiele noch nicht gespielt hat, der soll das machen. Definitiv selber erleben, da möchte ich nichts vorwegnehmen. Mittlerweile den Comic, glaube ich, gibt es für unter 10 € und ja, Neuauflage von dem Spiel PS4, PS3 kriegt man es, glaube ich, auch für relativ wenig Geld. Und ja, ich kann es auf jeden Fall alle Daumen hoch nur empfehlen. So, das war's von meiner Seite aus. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere News zu Comics und Collectibles haben wollt. Und schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr von diesen kleinen Kurzfilmen haltet. Würde mich echt interessieren. Also, mir macht's auf jeden Fall Spaß. Wie dem auch sei, da geht's zu den Comics, da zu den Collectibles. Ich bin euer Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.